Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 15. September. Heute haben wir dabei natürlich TikTok, IKEA, Commerzbank, Amazon und den Facebook Messenger. Beginnen tun wir mit dem täglichen TikTok und es haben sich die Gerüchte verdichtet und sind wohl jetzt dann auch fix. Oracle steigt als zentraler Technologiepartner bei TikTok ein und damit wird dann wohl halt verhindert, dass TikTok sein US-Geschäft an eine US-Firma verkaufen muss. Präsident Trump kann damit wohl sein Gesicht wahren und das Ganze wird jetzt wohl in diesen Stunden, Tagen eingetütet. Microsoft ist raus und das nächste wird es dann vielleicht morgen schon wieder geben an Neuigkeiten dazu. Es bleibt weiterhin spannend. Ja, IKEA, die machen ja ganz viele Collaborations in letzter Zeit, also schon seit längerem, in den verschiedensten Bereichen. Man hatte halt was mit Künstlern gemacht, man hat aber auch mit Technologie gearbeitet, wie mit Sonos und zu guter Letzt auch noch mit Lego. Und jetzt arbeitet man mit Asus ROG zurück. Ich so, ROG, was ist das? Das ist die Marke Republic of Gamers. Anscheinend die Gaming-Marke von Asus, ist ja nicht mein Bereich. Ja, und was macht IKEA mit denen? Die wollen günstige Gaming-Möbel und Accessoires anbieten. Ich bin gespannt. Es sollen 30 Produkte erscheinen. Zunächst in China im Februar 2021. Und im Oktober 2021, also praktisch in einem Jahr erst, sollen sie wohl auch im Rest der Welt dann rauskommen. Ja, warten wir mal ab, was dabei rumkommt. Das finde ich auf jeden Fall spannend. Gaming-Möbel sind für mich eigentlich immer eher so ein Gaming-Stuhl, mehr wüsste ich da jetzt so nicht. Nächstes Thema, Commerzbank. Die haben ja ihre virtuelle Debitkarte schon lange am Start, damit halt Commerzbank-Kunden von Anfang an auch Apple Pay nutzen konnten. Und jetzt wird diese virtuelle Debitkarte auch kompatibel mit Google Pay. Und ja, wer darauf gewartet hat, hat jetzt die Chance. Sofern man nicht eine normale Kreditkarte von der Commerzbank hatte, war man bei Google Pay halt außen vor. Jetzt gibt es über die virtuelle Debitkarte den Zugang zum eigenen Girokonto. Das machen ja viele Banken so. Nächstes Thema, Amazon. Die haben jetzt ihr Amazon Freetime und Freetime Unlimited umbenannt. Das ist deren Dienst für Familien mit Kindern. Und das heißt jetzt viel passender, wie ich finde, Amazon Kids bzw. Kids Plus. Ja, damit haben Eltern diverse Möglichkeiten, wie man den Kindern Zugang zu Amazon Content gibt. Können über eltern.amazon.de auch in einem Dashboard wohl ganz viel einstellen. Ich glaube, der Poughkeepsie weiß dann mehr darüber und hat da auch schon bestimmt drüber berichtet. Aber auf jeden Fall umbenannt jetzt in eine sinnige Benennung, finde ich immer gut. Und letztes Thema für heute. Facebook bzw. der Facebook Messenger, der springt jetzt auch mit auf den Trend der Watch-Partys. Was bedeutet das? Das bedeutet, man guckt mit mehreren Leuten in einem Videochat gemeinsam ein Video. Man sieht die Reaktion der anderen ganz so, wie wenn man gemeinsam früher auf der Couch saß und Fernsehen geguckt hat. Ja, da macht jetzt auch der Facebook Messenger mit. Und ich weiß nicht, ob man es braucht, aber zumindest hier in Feature-Level gleichziehen mit den anderen macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe so eine Watch-Party noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gemacht habt. Aber jetzt habt ihr da die Möglichkeit. Und das war's dann auch schon für heute. Heute Abend ist der große Apple-Event und wahrscheinlich haben wir dann morgen die News dazu. Bis dahin, bleibt positiv, kommt gut in den Dienstag und wir hören uns hoffentlich dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.